Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Opa zockt Twain Fever. In der letzten Folge haben wir ja unser komisches Konstrukt hier oben gebaut, was wir jetzt am besten mit Signalen mal versehen sollten. Achso, wir können vorhin noch erstmal Play machen. Dass es dann jetzt hier auch losgehen kann. Das war's schon. Nächste Runde hier drauf. Hier und hier. Dann haben wir hier noch was. Dann fangen wir nämlich erstmal den Pol da runter zu schippern. So, ein Depot hier hinten ran. Wenn wir das noch nicht haben, haben wir noch nicht. Hoppala. So, neue Linie. So. Die erste Linie geht von Losburg. Die geht von da und beide. Beide kommen hier an. Linie 1. Das ist die Linie Kohle 1. Kohle 2. Züge du. Holz, Öl, Güter, Kohle. Kohle. Linie zuweisen Kohle 1. Güterwagen, 40 Kohle, Linie zuweisen, Kohle 2. Habt ihr das gerade gesehen? Selbst die Tore gehen ja vom Depot auf und wieder zu. Dong. Linienbenutzung nein. Linienbenutzung nein. Kohle. Haben wir hier noch unser Eisenbergwerk 1 und unser Eisenbergwerk 2. Und
wir machen uns mal hier das Cargo nennen. Die Warenkisten werden ja auch per Hand hier runtergekarrt. Ah, Linienbenutzung ja und ja. Sechs und sechs. Ach, hier haben wir schon alles mit Oberleitung gemacht. Sehr schön, haben wir schon gut vorgesorgt. Wäre auch Schwachsinn, wenn man es kann. Das nicht machen würde. So. Okay, hier haben wir es noch nicht gemacht. Geht's jetzt mit Eisenerz weiter? Das ist auch so weit hinbekommen. Quer durch den Tunnel durch. So, und hier geht's nur raus und hier geht's nur rein. Da die Signale auch gesetzt. Machen wir hier zu. Jetzt kommt die erste Kohle an. Okay. Sollten wir vielleicht nochmal in die Linienverteilung reinschauen. Kohle 1, Kohle 2, 4 und 3 Minuten. Für Züge ein Top-Wert. Fünf und 4, du verkleinerst dich. Das muss jetzt erstmal alles anlaufen. In der Zeit richten wir jetzt hier die neuen Linien ein für Eisenerz 1 und Eisenerz 2. Eisenerz 1. Oh yeah. Oh yeah. Was kommt? Der Benz. So, Eisenerz 1. Von Boos West. Da hoch. Das passt. Eisenerz 2. Da rein. Das passt.
Ihr fahrt ja beide über dieselbe Dings. Das heißt, wir können hier Eisenerz nehmen. 40. Das den Klon. Eisenerz 1. Und Eisenerz 2. Die Frage ist jetzt, ob wir denen sagen sollen, wartet bitte auf volle Beladung. Kohle 1, vollladen. Wir testen das jetzt einfach mal. Kohle 2 vollladen. Eisenerz 1 vollladen. Eisenerz 2 vollladen. Dass wir da nicht so viele Verluste einfahren. Ja, bei denen geht's ja noch. Hier jemand einen Doppelgeist gemacht. Aber ihr könnt nicht vollgeladen werden. Kling, da kommt Liniennutzung, ja, ja. Produktion 14. Potenzial. Neue Linie. Stopp. Angefangen von hier. Von dort. Nach dort. Signal auf die Strecke. So und so. Ganze Gerät ist auch schon umgesprungen. Und das ist Waren. Oh. Das war nicht beabsichtigt. Waren für Waren Losburg. Waren Losburg. Seite. Kaufen. Güter 8. Nehmen wir hier einen 40er, würde ich sagen. Ne? 40. Nehmen wir zuweisen. Waren Losburg. Raus mit dir. Losburg, Eisenbahn bitte. 106 Sekunden. Top Wert.
16, 12, 16, 4. So, und ihr gibt das jetzt alles nach da ab, ne? Fährst du? Da fährst du. No, der biegt jetzt dann hier rechts ab, fährt durch den Tunnel und fährt dann da rein. Interessant. So, 13, das passt alles. Die erweitern sich da schon einiges. So, und ihr liefert jetzt die Waren auch schon gleich hier rüber. Du kannst hier schon zwei Güter mitnehmen. Ein Potenzial von 38 haben wir da schon erreicht. So, dann soll es hier weitergehen. Hier lang. Ich denke mal, hier werden wir wahrscheinlich ein paar mehr Signale brauchen, weil hier wird nicht nur ein Zug drauf fahren. Die Strecke ist doch schon 2-3 Meter länger als die andere. Vielleicht auch 4 oder 5 Meter länger. So. Das haben wir auch. Machen wir jetzt hier gleich eine neue Linie. Wo ist denn Waren? Also wo ist denn Boos? Zwei von 111 haben wir abgedeckt. Da haben wir einen Produkt von 38 und Losburg ist hier. Das heißt, das wird sich ja auch nicht anpassen. So, auf jeden Fall neue Linie. Und zwar ist das dann Warenlos, die ja schon mittlerweile 111 haben wollen. Und zwar von hier oben nach ganz hier unten erledigt. Haben wir hier auch schon ein Depot, haben wir so. Ups, das war das falsche. Kaufen. Verbandbaren Güter. Auf 5. Den klonen wir uns auch gleich. Waren los. Wo ist jetzt das Depot? Linie waren los. Ein fünfminütiger Takt. Dann können wir den jetzt doch nochmal verkaufen. Ein fünfminütiger Takt hört sich schon mal gar nicht mal so schlecht an. So, 15, 12, das heißt, wir haben jetzt im Moment ein Potenzial von 40. Die wollen mehr Eisenerz haben.
Die schippern das nach da oben ran. Es ist nicht gut, dass da noch was oben lang geht. Du bist das, du machst 18, du machst 7. Die müssen ja komplett hier rüber laufen. Und darüber gibt es keine Verbindung. Oder doch, nee, gibt es keine Verbindung. Die hätten wir uns ja gebaut gehabt. Und haben auch wieder abgerissen. So. Produktion auf 100, auf 140. Losburg wird 41 haben. Die wird sogar noch steigen und die wird sogar noch auf über 150 steigen. Also dann sollten wir vielleicht doch halt nicht rein. Okay, aber es soll es jetzt mal für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich werde auf unser Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.